Hi Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir über Dragon's Dogma 2. YouTube ist momentan voll damit, alles was ihr wissen müsst, pipapo, Hype hier, Hype da, aber was ist denn eigentlich wirklich neu in dem Game verglichen zum ersten Teil? Deswegen heute im Video für euch, was hat sich tatsächlich als Neuerung ergeben im zweiten Teil und was ist besser geworden im Hinblick auf den ersten Teil? Wir steigen ein erstmal mit den Sachen, die wirklich neu sind in Dragon's Dogma 2. Und hier sind natürlich die Beastrennen zu nennen als Volk. Dieses Volk konnte man nicht erstellen im ersten Teil. Hier waren nur Humanoide zu erstellen. Und das ist jetzt eine Neuerung. Für mich persönlich eine schöne Sache. Ich spiele gerne irgendwelche Beastvölker. Deshalb cool. Der Ochsenkarren ist eine weitere Neuigkeit im zweiten Teil. Ihr könnt euch das draufhocken und der bringt euch dann irgendwo anders hin. Der fährt eine gewisse Route ab und ihr könnt dann aussteigen, wenn ihr Bock habt und müsst nicht alles selbst latschen. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Teleportation war auch schon im ersten Teil möglich. Da gibt es so Teleportsteine, das ist im zweiten Teil auch wieder mit dabei, aber der Ochsenkarren war nicht mit von der Partie. Sehr interessant ist auch, was das Endgame angeht. Denn in einem Interview wurde gesagt, dass sie das Endgame nicht spoilern möchten. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass es ein Endgame gibt. Wie das aussieht, ich denke mal, wahrscheinlich mit irgendwelchen Ereignissen, die in der Welt stattfinden werden, vielleicht zufallsgeneriert oder zufällig zumindest irgendwo in der Welt verteilt, etwas in die Richtung könnte kommen, aber dass es tatsächlich eine Art Endgame gibt, dürfte ja neu sein in Dragon's Dogma 2, denn im 1er gab es das meines Wissens noch nicht. Versteckte Skills in der Welt, glaube ich, sind auch ein neuer Part. Die Welt soll ja insgesamt nochmal viel interessanter werden im zweiten Teil. Und dass sich Skills irgendwo in der Welt verstecken, wahrscheinlich bei bestimmten NPCs und so weiter, die ihr finden könnt und euch freischalten könnt oder die ihr sozusagen erlernen könnt, das macht natürlich das Erkunden und Erforschen von der Welt nochmal interessanter. Die Stats sind in Dragon's Dogma 2 unendlich pushbar, sage ich mal. Denen ist kein Ende gesetzt im zweiten Teil, was natürlich auch noch wieder in diesen Endgame-Gedanken mit reinspielt. Die Umwelt ist im zweiten Teil zerstörbar. Das konnten wir zum Beispiel sehen, dass eine Brücke kaputt gehauen wurde, wo ein Ogre, glaube ich, drauf stand und der natürlich dann das Zeitliche gesegnet hat. Solche Dinge wird es geben im Spiel oder ihr habt auch so Felsbrocken, die vielleicht irgendwie abgesperrt wurden und ihr könnt dann diese Absperrung kaputt machen und dann fällt der Brocken einfach auf die Feinde drunter und solche Dinge. Also das ist auch neu im zweiten Teil. Natürlich konnte man im ersten Teil auch irgendwelche Gegenstände kaputt hauen, aber nicht so, dass die Umwelt extrem mit einbezogen wurde. Riesenmonster, die ihr schon gesehen habt in großer Anzahl, die gibt es natürlich auch in der Welt und die überraschen euch teilweise auch, wie der Greif oder eben der Oger und der Taure und was auch immer da alles noch dabei war. Die können sich mittlerweile aber auch gegenseitig auf die Birne kloppen. Das heißt, ihr habt hier nicht nur den Fall, dass es mehrere von denen gleichzeitig auf eurem Bildschirm, dass die dort unterwegs sind. Das war beim ersten Teil eher nicht so, weil das hätte die Performance zu arg nach unten gedrückt. Ihr habt jetzt mehrere von diesen Riesenmonstern, wenn ihr nicht aufpasst, direkt vor eurer Nase. Wenn ihr das Glück habt, hauen die sich gegenseitig auf die Nuss und ihr könnt zuschauen dabei. Aber es kann natürlich auch sein, dass die beide auf euch aggro sind und dann habt ihr ein richtiges Problem. Dann natürlich auch noch, was die Klassen angeht, die mystische Klinge, der Illusionist zum Beispiel, sind neue Klassen, die waren beim ersten Teil nicht dabei. Und ich finde beide Klassen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind mega interessant. Besonders auch der Illusionist, der ja nicht direkt eigentlich so am Kampf teilnimmt, sondern das Geschehen manipuliert und so weiter. Klingt nach einer coolen Idee. Mystische Klinge ist, glaube ich, laut mehreren Umfragen die beliebteste Klasse, die man jetzt haben kann in Dragon's Dogma. Zwar die meisten Leute freuen sich eben auf diese Berufung. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil vom Video, nämlich was ist denn jetzt besser geworden in Dragon's Dogma 2 im Vergleich zum ersten Teil. Hier, denke ich mal, kann man den Charaktereditor guten Gewissens erwähnen, denn der war im ersten Teil schon mega umfangreich, hat aber jetzt nochmal einen draufgesetzt. Also viele Spieler haben schon im zweistelligen Bereich Stunden dort verbracht, um
bestimmte Charaktere nachzubauen oder Filmstars nachzubauen oder Charaktere von Baldur's Gate 3 zum Beispiel nachzubauen, gibt es extrem viele Kreationen von den Leuten. Ich selber war auch schon 140 Minuten beschäftigt, mir meinen Charakter zu erstellen, also sehr umfangreiches Teil. Greifenreiten, also es ist nicht so, dass ihr da draufsteigt und der ist euch da wohlgesonnen und trägt euch einfach irgendwo zu eurem Zielort hin. Ihr könnt auf einen Greifen draufsteigen, kann aber auch sein, ihr fallt einfach in den Tod, wenn ihr nicht aufpasst. Also das geht bedingterweise schon. Beim ersten Teil war man zumindest mal kurzfristig an einen Drachen geklammert. Wer das gespielt hat, weiß es, glaube ich. Aber so ein Greif, dass man da draufsteigen kann, ist meines Wissens jetzt auch nochmal ein Upgrade, sag ich mal, von dem. Dann gibt es weniger Ausrüstungsslots und ich glaube, das ist auch besser so. Am Anfang, im ersten Teil, hatte man die Möglichkeit, sozusagen eine Art Unterhemd und dann noch was drüber zu ziehen bei seiner Rüstung. Das wurde jetzt ein bisschen abgespeckt und ist dadurch aber auch wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher und leichter zu durchschauen. Die Vasallen sind, denke ich mal, um einiges besser geworden, denn die Vasallen haben jetzt zusätzliche, ja, Fähigkeiten, sagen wir es mal wirklich so. Sie können einen zu einer Nebenquest führen, die man sonst nie entdeckt hätte zum Beispiel. Sie machen viel mehr Bemerkungen, Anmerkungen oder reagieren auf das, was ihr tut und wie ihr euch entscheidet in bestimmten Situationen. Also hier ist mehr Menschlichkeit in Anführungszeichen zu erwarten und dass ihr ja wirklich das Gefühl habt, gewissermaßen, da wären tatsächlich echte Spieler an eurer Seite. Das ist ein bisschen natürlicher geworden. Dann ist der Berufungswechsel, der ja auch schon im ersten Teil möglich war, denke ich, besser geworden, weil die Charakterwerte werden angepasst, je nachdem, welche Berufung ihr dann wählt, also zu welcher Berufung ihr wechselt. Da kriegt ihr dann auch die entsprechenden Charakterwerte mit dazu. Im ersten Teil war es so, dass ihr die Charakterwerte von eurer ersten Wahl, von eurer Berufung beibehalten habt. Und das waren dann vielleicht nicht die idealen Charakterwerte für eure neue Berufung. Das heißt, hier eine schöne Sache eigentlich für Leute, die gerne mal hin und her wechseln zwischen den Berufungen und was Neues ausprobieren möchten. Die haben tatsächlich wirklich die Möglichkeit, das zu machen. Und last but not least, was ist besser? Keine Ladebildschirme. Also Dragon's Dogma 1 war auch nicht voll mit Ladebildschirmen. Ist sehr weitläufig gewesen. Nur bei manchen Sachen, bei manchen Städten, wenn man reingegangen ist, gab es einen Ladebildschirm. Aber auch das wird es in Dragon's Dogma 2 dann nicht mehr geben. Ihr habt also keine Ladebildschirme meines Wissens. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Welt nochmal ein ganzes Stückchen atmosphärischer wird. Und damit, Leute, verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt heute einiges nochmal zu hören bekommen, was euch vielleicht die Lust auch an Dragon's Dogma 2 nochmal ein bisschen aufflammen lässt. Und ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video vielleicht. Macht es gut und ciao, ciao.